Ja, das war ja schon mal ein ganz tolles Intro. Vielen Dank. Vielleicht noch anschließend zu Dirks Vortrag. Der eine oder andere hat es vielleicht erfahren, aber Greta Thunberg ist auch eine Autistin, zumindest diagnostiziert. Insofern ist das ein gutes Beispiel, was man alles bewegen kann, selbst wenn man diese Herausforderung mit sich bringt. Ja, ich möchte euch heute auf die andere Seite des Sozialunternehmertums mitnehmen. Ich habe den Vortrag genannt The Dark Side of Being a Social Entrepreneur, weil die meisten Leute, die uns kennen, die kennen das hier. Das ist eine sehr positive und auch tolle Kampagne, die wir seit einigen Monaten fahren, die Menschen auffordern soll, mitzugehen auf dieser Reise als Sozialunternehmer. Aber ich möchte euch heute auf eine Zeitreise mitnehmen. Und diese Zeitreise beginnt vor 5 Jahren. Eigentlich beginnt sie vor 10 Jahren, als ich hier auf dem Entrepreneurship Summit mit Günther Faltin gesprochen habe. Und er auch unter anderem mich motiviert hat zu gründen. Das möchte ich nur mal am Rande sagen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen nochmal einen großen Applaus an Günther Faltin, ohne dass ich möglich wäre. Ja, wie gesagt, heute genau vor 5 Jahren war ich Teil einer GIZ-Delegationsreise. Das macht die Deutsche Entwicklungszusammenarbeit regelmäßig mit deutschen Unternehmen, um Marktchancen im globalen Süden zu evaluieren. Und ich war hier auf einer Reise in Antananarivo als Teil einer Delegation, bei der es um die Elektrifizierung Madagaskars ging. Und wir hatten eigentlich einen ganz tollen Tag. Wir hatten eine Präsentation vorbereitet für den Energieversorger Madagaskars. Und ich hatte damals schon unsere Containerlösung vorgestellt, die ihr auch in dem Video gesehen habt, und habe gesagt, okay, wir können hier 100 eurer Dieselgeneratoren abschalten und durch PV ersetzen. Und die Regierung fand das super, hat gesagt, okay, deutsches Unternehmen, machen wir, könnt ihr direkt anfangen, 100 Dörfer, ja, sozusagen den Schlüssel gegeben. Und dann sind wir abends ins Restaurant gefahren, da gibt es in Antananarivo so eine kleine deutsche Kneipe, da treffen sich so Auswanderer aus Deutschland. Und dann bin ich auf die Toilette gegangen und habe einen kühlen Gegenstand in meinem Rücken gefühlt. Und das war eine Pistole. Das ist natürlich jetzt nur ich konnte leider kein Selfie machen von dem Typ, aber hat auf jeden Fall die Ansage, pass mal auf, du steigst ins Flugzeug und verpiss dich, weil wir brauchen euch hier nicht. Wir sind nämlich hier die Dieselmafia. Ich habe dem Rat dann Folge geleistet und bin zurück nach Deutschland. Wir waren dann nicht in Madagaskar aktiv, allerdings sind wir wieder zurückgekommen. Die Geschichte erzähle ich euch dann am Ende. Fangen wir mal kurz an, wie ich zum Sozialunternehmer wurde. Es sind Menschen wie Günter Faltin, die Gründer motivieren. Und mein Mentor, Mohamed Yunus, ist von Beginn an im Prinzip die Quelle meiner Inspiration. Dieser Mann hat so viel bewegt und so viel Veränderungspotenzial in jungen Menschen gesehen, dass er auch uns motiviert hat. Auf der rechten Seite seht ihr meine Frau, die Mitgründerin. Und wir sind eben durch ihn, haben wir uns entschlossen, unser ganzes Unternehmen komplett auf die Sozialunternehmerschiene zu drehen. Und wo haben wir angefangen? Wenn man gründet, sucht man sich ja normalerweise ein Problem in der Heimat. Das ist das, was die Leute mir auch immer vorwerfen und sagen, ja, warum hast du nicht irgendwie hier es gibt so viele soziale Probleme auch in Europa, warum gehst du dann in so gefährliche Länder? Naja, man darf auch dieser Geschichte nicht vergessen, dass meine Frau eben aus Mali stammt. Deswegen haben wir in einer Region angefangen, die eben zu den gefährlichsten Regionen im Moment auf der Welt gehört. Gucken wir uns das ein bisschen näher an. Es geht also um den Sahel. Der Sahel ist eine der Regionen, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Das liegt einfach daran, dass wir diese Durchschnittstemperatur, die wir kennen, mit den 1,5 oder 2 Grad, die bezieht sich immer auf die globale Temperatur. Wir haben heute schon durchschnittlich 3 bis 4 Grad mehr in dieser Zone mit dramatischen Konsequenzen. Insbesondere auf die Wasserversorgung, aber eben auch auf die Regenzeiten. Die Menschen dort sind Subsistenzlandwirte, das heißt, sie essen, was sie anbauen. Das kennen wir hier nicht, wir gehen ja zum Aldi oder zum Lidl. Die Leute essen wirklich, was sie anbauen. Und
die Regenzeiten haben sich so verändert in dieser Zone, dass es eben nur noch eine Regenzeit gibt an vielen Orten, wo es früher zwei gab. Und die eine Regenzeit ist dann extrem stark, vernichtet sozusagen auch Ernten. Und in dieser Region sind wir eben aktiv. Das liegt eben, wie gesagt, daran, dass meine Frau hierher stammt. Und deswegen haben wir auch in Mali angefangen. 2014 haben wir dort unser erstes Projekt gestartet. Und wir sind dann 2017 ins Nachbarland Niger gegangen, dann in das Nachbarland Senegal. Jetzt sind wir neuerdings auch im Tschad und in Madagaskar. Das ging nicht mehr ganz auf die Karte. Das wollte ich euch ja erzählen. Das kommt dann später. Und ja, in dieser Region hat sich, seit wir 2014 angefangen haben, ganz viel negativ verändert. Viele kennen das ja so ein bisschen aus der Presse in Bezug auf die MINUSMA bzw. auch auf die Bundeswehr, die seit dieser Zeit auch dort sind. Und man sieht eben hier leider sehr schön, wie sich diese Anschläge auf Zivilisten und auch auf das Militär verstärkt haben. Und wir sind eigentlich mittendrin. Also wir haben hier, das ist ja so ein Moment, wir sind zum Glück, also haben wir viele Anlagen in dieser Region. Wir haben auch viele hier unten und wir sind in dieser Region im Niger. Das heißt, wir halten uns ein bisschen von diesen Terrorgebieten fern. Aber das ist natürlich sehr schwierig, weil wir auch teilweise durch diese Gebiete fahren müssen, um zum Beispiel mit unseren Anlagen dann in diese Dörfer zu gelangen. Ja, trotz dieser Herausforderung ist es uns gelungen, bis heute über 20 Standorte zu entwickeln. Ihr seht hier auf diesen Bildern, jedes Bild steht für ein einzelnes Dorf, wo eben unsere Technik steht. In der Regel sind das Dörfer zwischen 3.000 und 5.000 Einwohnern, die dann komplett autark über so ein dezentrales System von uns versorgt werden. Wir bauen dann in der Regel Niederspannungsnetze, das heißt, das sind klassische Stromnetze, wie man sie vielleicht aus dem ländlichen Raum, auch aus den 60er Jahren in Deutschland kennt. Und die betreiben wir dann mit sogenannten Smart Metern und versorgen dann in so einem Dorf bis zu 500 Familien mit sauberem Strom, sauberem Wasser. Und das Problem, was wir in den letzten 6 Jahren festgestellt haben, ist, dass unser Geschäftsmodell nicht ohne Subventionen aufgeht, wenn wir das nur mit Strom machen. Wir haben dann eben viel drüber nachgedacht und haben ein sogenanntes Business Pivot hingelegt. Die Wissenschaft kennt das. Das ist, wenn ein junges Unternehmen auf dem Weg im Prinzip eine Kehrtwende macht und sagt, okay, das, was wir uns ursprünglich mal überlegt haben, das hat nicht funktioniert. Das möchte ich insbesondere den jüngeren Gründern, die hier unter euch sind, ans Herz legen, sich damit zu beschäftigen. Das ist nicht schlimm. Ja? In einer frühen Phase eines Unternehmens macht es durchaus Sinn, Sachen auszuprobieren und dann eben zu merken, wow, der Markt, den wir uns überlegt haben, den gibt's nicht. Dann nicht aufgeben, sondern die Kraft, die man dann schon in dem Learning hatte, eben nutzen und zum Beispiel so ein Pivot machen oder eben auch einen Kurswechsel. In unserem Fall war das, dass wir gesagt haben, wir wollen außer dem Strom in die Wertschöpfungskette von Elektrizität einsteigen. Das heißt, wir nutzen Anwendungen. Wie wir das machen, da habe ich euch ein kleines Video mitgebracht. Das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Strom, für viele von uns ist der Alltag. Aber wussten Sie, dass mehr als 70% der Bevölkerung in einigen Teilen Afrikas noch immer ohne Strom leben? Wir zeigen Ihnen, was Leben ohne Strom bedeutet und wie Sie selbst aktiv werden können. Das ist Numukosa. Er ist Schweißer in einem Dorf in Subsahara-Afrika. Wie Millionen anderer Menschen in der Region hat Numukosa keinen Zugang zu Strom und kann sein wirtschaftliches Potenzial nicht entfalten. Auch Numukosas Nachbarn haben durch die fehlende Infrastruktur tagtäglich hohe Verluste. Kühlketten sind nicht vorhanden, was dazu führt, dass bis zu 40% der Ernten in Afrika vorzeitig verderben. Wir von Africa Green Tech haben es uns nicht nur zur Aufgabe gemacht, Menschen wie Numukosa zu mehr Selbstbestimmung zu befähigen, sondern auch die ökonomische Kraft des Dorfes und der Region zu erhöhen. Afrika ist ein Kontinent im Aufschwung mit großem Innovationspotenzial. Und Sie können daran teilhaben. Ihre Investition in unsere Arbeit ermöglicht uns, Dörfer in ganz Afrika nachhaltig mit Elektrizität zu versorgen und dabei langfristigen Impact zu erzielen. Mit Ihrer Unterstützung machen wir Numukosas Dorf und viele andere zur Impact-Site.
Bei unseren zertifizierten solarbasierten Lösungen werden Komponenten für die Stromproduktion, Kühlung, Wasseraufbereitung und Kommunikation clever miteinander vernetzt. Numukosa kann den Strom von Africa Greentech individuell buchen. Dadurch kann er mehr Aufträge generieren und sogar weitere Mitarbeiter einstellen. Seine Nachbarn wiederum können die Kühlung ihrer Lebensmittel gewährleisten und profitieren gleichzeitig von der gestiegenen Kaufkraft der Dorfbewohner. Internet und die Versorgung mit sauberem Wasser komplettieren die Impact-Site. Dem Markt für sogenannte Mini-Grids wird derzeit ein enormes Wachstumspotenzial vorausgesagt. Wir als Pioniere in diesem Bereich werden in den kommenden Jahren von einem signifikanten Marktanteil profitieren. Durch die Investition in Africa Greentech erhalten Sie demnach nicht nur die Chance, Menschen zu einem selbstbestimmten Leben zu verhelfen, sondern auch die Möglichkeit, Ihr Investment um ein Vielfaches zu erhöhen. Finden Sie noch heute heraus, wie sich Ihre Rendite mit der Zeit entwickeln kann. We do, thanks to you. Ja, noch ein bisschen Eigenwerbung zwischendrin für unsere aktuellen Investmentprojekte. Aber kommen wir zurück zur Geschichte. Im Februar 2020, können wir uns alle noch erinnern, kam dieses komische Ding auf den Planeten und hat uns eben eine Pandemie beschert. Und das hat auch unser Unternehmen stark betroffen. Und übrigens sehr, sehr viele Sozialunternehmen. Einige können sich noch erinnern, ich habe mich in dieser Zeit auch sehr stark engagiert für die Fördermittel, dass das BMWI auch die Sozialunternehmen nicht vergisst, sonst wären wahrscheinlich einige mehr kaputt gegangen in den letzten anderthalb Jahren. Nichtsdestotrotz, als das losging, war ich gerade in Mali, gerade eine Dokumentation gedreht mit der Deutschen Welle und am 18. März hat der Herr Maas dann alle Deutschen zurückgerufen. Ich bin auch am 18. März mit einer letzten Maschine aus Mali rausgeflogen und bin dann in Deutschland gelandet. Und bei uns jetzt in unserem Hainburger Standort in Hessen hat das Team sich im Prinzip aufgedröselt. Also wir hatten Streits darüber, ob wir jetzt weitermachen, ob wir eine Crowdfunding-Kampagne starten. Das hatten wir seit 9 Monaten vorbereitet zu dem Zeitpunkt. Das sollte eben im April starten, am 4.4. Das eine Team hat dann gesagt, nee, das macht nicht, wer soll denn investieren? Die Leute haben alle Angst zu sterben, bringt doch nichts da jetzt hier eine Crowdfunding-Kampagne zu machen. Und daran sind wir dann auch tatsächlich als Team etwas gescheitert. Die Hälfte hat Africa Greentech dann verlassen in Deutschland. Und das war ein ziemlich harter Schlag. Deswegen auch die Dark Side of Being a Social Entrepreneur. Was geht so hinter den Kulissen ab? Was erlebt man eigentlich, wenn man so ein Unternehmen aufbaut? Ich habe es dann trotzdem gemacht. Ja, ist öfters bei mir so, wenn man sagt, das geht nicht, das motiviert mich erst recht. Und wir haben dann am 8. Mai 2020 unsere Crowd-Investing-Kampagne gestartet, also 4 Wochen verspätet. Wie gesagt, das war alles vorbereitet seit September 19. Und wir haben das dann gemacht gegen alle Ratschläge sozusagen. Mir war es ganz wichtig, das werde ich oft gefragt, wir bauen unser Unternehmen in Afrika mit lokalen Kräften auf. Ihr seht, ich bin da das einzige Bleichgesicht hier. Und diese Jungs, die ihr auf diesem Foto seht, die habe ich alle selber ausgebildet in den letzten Jahren. Und wir haben in der Pandemie keinen einzigen Mitarbeiter entlassen in Afrika. Das war für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben dann eher gesagt, wir verzichten in MOF selber auf Gehälter. Wir haben, also ich zum Beispiel habe mir dann auch über die gesamte Pandemiezeit keinerlei Geld bezahlt. Und wir haben wirklich versucht, alle unsere Mitarbeiter zu halten. Es ist uns gelungen. Das ist ganz wichtig, sind da auch sehr dankbar. Allerdings haben wir in Deutschland auch wieder angefangen. Die Crowdfunding-Kampagne lief ganz gut an. Die Leute haben uns Geld anvertraut und wir haben eben auch in Deutschland ein neues Team aufgebaut, neue Leute an Bord gekommen und die waren hochmotiviert und das hat dann auch geholfen, die Trendwende hinzubringen. Bis zum August 2020 kann mich sehr, sehr gut erinnern an den Tag. Es ging los mit dieser Nachricht. Das war ein Hinterhalt von Al-Qaida auf eine befreundete Hilfsorganisation, die heißt ACTED, könnt ihr auch gerne im Internet mal nachgucken. Die haben am Sonntag einen Ausflug geplant, es waren 7 Französinnen und wollten sich eigentlich Giraffen angucken, 40 Kilometer südlich von Niamey, eine Strecke, die ich selber sehr oft fahre und sind, ja, man kann es nicht anders sagen, abgeschlachtet worden. Diese Bilder wurden uns dann zugespielt, also auch die richtigen Bilder, das ist nur das Bild, was die Presse hat. Also wir haben auch die Leichen gesehen, weil das wirklich Freunde von uns waren. Und das hat letztendlich das Team dann das zweite Mal gebröselt. Von da an wollte dann keiner mehr nach Afrika. Und wenige Tage später
kam das Worst-Case-Szenario. Ich glaube, in der, wenn man Atomkraftwerk heißt, das der GAU. Ja? Weil ihr wisst ja, wir haben 20 unserer Dörfer in Mali, also die das Hauptkontingent unserer Standorte ist in Mali. Und unsere großen Investoren, dazu gehören GLS Bank und Umweltbank, solche großen Institute sind bei uns investiert, die hatten immer Angst davor, dass es einen Militärputsch in Mali gibt. Ja, das ist ja nicht der erste in der Geschichte des Landes, aber das war sozusagen das Hauptkonzern. Und es war der 14. August und ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, ich habe damals zu meiner Frau gesagt, du, jetzt ist aus, also erst diese Geschichte in Niger, dann hier jetzt Mali, ich habe keinen Bock mehr. Also das war wirklich so ein Punkt, wo ich auch persönlich keine Lust mehr hatte, weil ja, das wirklich ein sehr, sehr belastender Tag war. Und die ganze Nacht kamen E-Mails rein von Investoren, was ist denn jetzt los, laufen die Anlagen noch und wo sind die Mitarbeiter? Und die gute Nachricht, das hat uns eigentlich überhaupt nicht betroffen. Ja, also in der Hauptstadt sitzen jetzt halt ein paar andere Herren am Hebel, die meisten kenne ich sogar, aber es hat unser Geschäftsmodell nicht tangiert, weil wir hatten dezentral unsere Anlagen aufgebaut, teilweise 500 Kilometer weit weg von der Hauptstadt. Da unten sieht man ja so einen Container und es lief einfach weiter. Ja, die Leute haben ihren Strom bezahlt und teilweise hatten unsere Dörfer mehr Strom als die Hauptstadt, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber es war, wie gesagt, ein richtiger Genickschlag und das möchte ich eben auch immer wieder Gründern sagen, dass solche Sachen passieren. Und da darf man sich nicht entmutigen lassen. Habe ich auch nicht weitergemacht. Und im November bekam ich dann eine Einladung. Ihr seht hier den Originalbrief des Präsidenten von Tschad. Der ist auch hier rechts auf dem Bild. Idriss Deby. Und er hat gesagt, okay, was? Hab gehört, was du in Mali machst. Komm mal her. Möchte mir das mal angucken. Wir haben dann ein Modell gebaut mit einem Architekten innerhalb von einer Woche mit ganz vielen Studenten. Das sieht man hier. Weil der Idriss Deby ist ein sehr, sehr großer General gewesen, der ja sehr militärisch ist. Und ich wusste, ich kriege den Mann dadurch, wenn ich dem so ein Modell hinbaue. Genau so ist es gekommen. Der hat das Modell gesehen und dann hat er schon gedacht, hier mache ich einen Panzer hin und da bam, 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 bam. Ja. Und habe ihn total begeistert. Er fand meinen Bart ein bisschen komisch, das geht vielen Leuten so, aber hat noch ein paar Sprüche gesagt, aber er war total begeistert und hat dann wirklich, das ist historisch tatsächlich belegt, waren ja viele Leute dabei, hat gesagt, okay, was heißt der Schreiber und seine Firma, das finde ich gut, das machen wir jetzt. Ich bin jetzt das sechste Mal gewählt worden in meinem Land, ich möchte es elektrifizieren. Tschad ist das Land mit der geringsten Elektrifizierungsrate, 4% der Menschen haben Zugang zu Strom, 96 nicht. Und hat eben gesagt, hier ist ein Schlüssel, mach mal. Und na, im Prinzip ist mir ein Traum in Erfüllung gegangen, ja, weil für mich ist, ich bin so ein Typ, da wo die Herausforderung am größten ist, das finde ich am reizvollsten. Ja, da Tansania, da Urlaubsländer, wo alle hingehen, da will ich nicht hin, sondern Tschad, cool, machen wir. Was haben wir gemacht? Wir haben uns erstmal angeguckt, wie ist die Versorgungslage in diesem Land. Habe ich euch auch wieder ein kleines Video mitgebracht. Ist übrigens das erste Mal, dass ich so ein Mischformat ausprobiere, Folien und Videos. Ich hoffe, das gefällt euch. Man sieht also hier, so wird Strom produziert im Tschad. Übrigens nicht nur im Tschad, auch in anderen Ländern. Wir haben also großvolumige Dieselgeneratoren. Diese Maschinchen hier haben 20 bis 25 Megawatt. Und so eine Anlage verbrennt dann gut und gerne mal 400.000 Liter Diesel am Tag. Und das ist eben die Energiesituation in diesen Ländern und für mich übrigens auch der Auslöser meiner Gründung. Jedenfalls waren wir dann am Abend im Hotel und also nach dieser Audienz beim Präsidenten. Und da haben wir dann, die Leute hatten gerade Nachrichten gesehen, das kam in den 20 Uhr Nachrichten, also so wie in der Tagesschau. Und da saßen dann unter anderem Leute vom UNHCR, die haben dort eine sehr große Mission. Vielleicht noch mal so ein bisschen zur Einordnung. Der Tschad liegt im Zentrum Afrikas, grenzt auch an den Tschadsee. Und der Tschadsee ist sozusagen das Homeoffice von Boko Haram. Und da sind eben auch sehr, sehr viele Konflikte. Im Moment sind dort ungefähr die Hälfte aller Menschen, die um den Tschadsee leben, auf der Flucht. Sind aktuell ungefähr 300.000. Und diese 300.000 Flüchtlinge leben in Konditionen, die wir uns gleich angucken. Auf jeden Fall saß in diesem Hotel dann der Repräsentant des UNHCR und hat gesagt, ich habe dich da gerade im Fernsehen gesehen, kannst du sowas nicht auch für uns machen? Sage ich, ja klar,
kann ich mir das mal angucken? Damals noch wirklich ein bisschen naiv, muss ich ehrlich sagen, aus heutiger Sicht. Und habe gesagt, ja, da kannst du mit so einer Maschine da fliegen. Setz dich da mal rein, dann kommst du einfach mal in unser Camp. Habe ich dann gemacht. Und dann sind mir diese Bilder begegnet. Ich kannte sowas, ehrlich gesagt, in dem Ausmaß vorher auch nur aus dem Fernsehen. Selbst in Mali habe ich selten Flüchtlingslager angeguckt. Das ist oftmals militärische Sperrzone. Jetzt hatte ich die Möglichkeit, sozusagen ins Innere zu gehen. Und das ist ein IDP, nennt man das. Also Internal Displaced Persons. Das sind also Menschen, die sich innerhalb eines Landes oder einer Region meistens nur 40 oder 60 Kilometer bewegen, alles zurücklassen, was sie haben und dann so leben. Also leben kann man das nicht nennen, aber ihr seht hier so ein paar Zahlen, die ich mitgebracht habe von der, hier ist der Tschad sozusagen in einzelnen Regionen und da sieht man dann eben auch die gravierenden Situationen. Und diese Menschen sind alle vor Boko Haram geflohen. Entschuldigung. Und meistens wurden deren Familien abgeschlachtet. Die Frauen wurden vergewaltigt, die Mädchen verschleppt, die Männer umgebracht oder zwangsrekrutiert. Und die es dann rausgeschafft haben, die leben dann so in der Nähe des UNHCR-Flüchtlingslagers. Oh, die Zeit läuft, okay. Ja, jedenfalls habe ich mir das angeguckt, gesagt, da musst du was dran tun, da kommen wir dann später nochmal zu. Dass ich es nicht vergesse, ich bin um 16 Uhr nochmal eine Stunde für euch da. Ich habe viele Fragen. Wenn wir dann nachher nochmal Zeit haben, könnt ihr gerne nochmal kommen und dann können wir alles nochmal detailliert besprechen. Jetzt muss ich mich ein bisschen sputen. Ich bin also wieder im Januar 2021 gelandet und hatte dort eben dann die große Herausforderung, wieder Geld zu raisen. Das macht man als Unternehmer eigentlich die ganze Zeit, wenn man ein Startup hat. Man sucht permanent Investoren, kann sich eigentlich ganz selten um seine Arbeit kümmern. Wir haben dann mit Shell gesprochen. Shell fand es cool, was wir machen. Ich nicht so. Also Shell fand ich nicht so cool. Aber ich habe mich nicht getraut, Nein zu sagen. Ja, also Shell finanziert momentan fast alle meinen Wettbewerbern. Und das war auch ein großes Thema im Team, weil die gesagt haben, ja, wir wollen ja auch, dass unser Gehalt bezahlt wird. Warum nimmt man nicht das Geld? Und dann habe ich bei LinkedIn, mache ich öfters mal, eine Umfrage gestartet. Und da haben dann auch wirklich über 30.000 Leute hingeguckt. Unter anderem auch Shell. Und 69% meiner Community, meiner Follower hat gesagt, ja klar, nimm doch die Kohle, mach doch nichts, ja, mach was Gutes mit. Ich habe mich letztendlich dann dagegen entschieden, konnte nächtelang nicht schlafen, habe dann gesagt, Shell, no thank you. Und wir sind auf jeden Fall heute ganz gut gefahren, denn wie einige von euch ja wissen, Shell hat mittlerweile zum Glück auch eine ganze Menge auf die Kappe bekommen. Und wir haben uns gefreut, dass wir kein Investment von Shell genommen haben. Sehr gut. Also ihr habt schon mitgekriegt, ihr seid die Minderheit, ne? Also hier, wenn ihr da unten hinguckt, ja, das nur 29%. Jedenfalls im Februar ich wieder zurück in Tschad. Haben wir angefangen, an den Projekten zu arbeiten, die wir mit dem Präsidenten besprochen haben. Und hier seht ihr praktisch mein Team bei der Planung von den Dingen. Hinten sieht man so ein bisschen schön, wie das da draußen so aussieht. Also 45 Grad im Schatten, in der Winterzeit. Und das ist wirklich eine sehr harte Kondition. Auf jeden Fall waren wir dann hier im Tschad am Planen und am Rumfahren und so. Und haben dann auch hier, seht ihr so, wie ich so unterwegs bin normalerweise, in der Regel so mit Toyota Landcruisern. Ich baue jetzt bald welche auf Elektrum, keine Angst, aber im Moment gibt es sie nur in Diesel. Und da haben wir alle Covid gekriegt. Ja, also war dann cool so, die Gesundheitsbehörde vom Tschad, ja, komische Jungs, ich soll euch sagen. Auf jeden Fall, ich wusste nicht so richtig, was die da für Sprühgeräte haben. Es hätte auch Insektenschutzmittel sein können. Auf jeden Fall haben die dann unsere Autos desinfiziert und wir waren 2 Wochen in Quarantäne. War eine ziemlich üble Zeit. Da dachte ich schon, oh, fängt ja nicht gut an im Tschad, ja. Wirklich nicht. Aber ich hatte ja noch den Präsidenten, ja, der stand ja hinter mir, ja. Der Präsident des Tschad, Idriss Déby, ist tot. Wie das Militär im Staatsfernsehen bekannt gab, starb der Langzeitherrscher im Kampf bei Zusammenstößen mit einer Rebellengruppe. Die Armee bekämpft im Norden des Landes die sogenannte Front für Wandel und Eintracht im Tschad, die FACT.
Hohe Regierungsmitglieder hatten Montag bekannt gegeben, dass sich Deby am Wochenende an die Front begab. Er sei seinen Verletzungen erlegen, so Armeesprecher Azem Bermandoa Aguna. Die Nachricht komme gleichzeitig mit der Bekanntgabe der vorläufigen Ergebnisse der Wahlkommission, laut denen Deby der Gewinner der ersten Runde ist. Ich kürze das ein bisschen ab, weil ich habe schon die Zeit gemeldet Deby bekommen. War im Chat. Auf jeden Fall, wir wurden evakuiert. Deutsche Botschaft wurde geschlossen. Ich fand es auch erst so witzig, ich habe es auch ein bisschen lustig dargestellt. Tatsächlich war es ein traumatisches Erlebnis, weil ich hatte am Abend zuvor noch mit ihm gegessen und am nächsten Tag war er tot. Und wir raus aus dem Chat, das ganze Team evakuiert. Müsst ihr euch vorstellen, ich hatte damals 15 junge deutsche Mitarbeiter dabei. Wir waren das größte ausländische Kontingent der Bundesrepublik im Chat. Der Botschafter hatte entsprechend Panik. Die ganzen Eltern bei uns angerufen, ja, wann kommt ihr wieder, was los? Auf jeden Fall wir raus aus dem Chat und in Deutschland gelandet. Und da lief es eigentlich ganz gut. Wir hatten gerade den deutschen Crowdfunding-Report gebrochen. Hatten 4,2 Millionen von unserer Crowd eingesammelt. Und das eben auch nochmal zurück zu meinem Thema von dem Vortrag. Das muss man erstmal psychisch irgendwie verkraften. Du musst dir vorstellen, du bist gerade aus einem Land evakuiert, wo du eigentlich deine Projekte entwickelt hast, für die du Geld eingesammelt hast. Die Menschen vertrauen dir das Geld auch noch an, das heißt, du hättest es umsetzen können, aber ja, der Präsident ist tot. Jedenfalls haben wir das, irgendwie haben wir es weggesteckt, ich weiß es nicht, ging ja weiter. Ich habe dann einfach gesagt, komm, Augen zu, mach mal Pause im Chat, geht irgendwann später weiter, hast ja noch andere Länder. Also sind wir in Senegal gefahren, dort haben wir auch gerade ein Pilotprojekt gehabt mit dem BMZ. Haben da einen Container aufgebaut und da ist dann so ein Standard passiert. Das sind auch so Bilder, die wir normalerweise nie zeigen, aber ich habe sie euch heute mal mitgebracht. Das ist so ein typischer Container, der kommt dann vom Hafen ins Dorf. Ja. Leider passiert das dann, wenn der Spediteur keine Ahnung hat, nämlich die falsche Zugmaschine nimmt, die dann einfach mal im Sand stecken bleibt. Na ja, gut, dann gibt es dann zurück im Land wie im Senegal, gibt es dann solche Dinger da. Ja. Eine Lösung gefunden für unseren festgefahrenen. Müssen wir wieder ein bisschen lauter machen. Ich habe mal ein Taxi bestellt in Afrika und ja, im Senegal gibt es große Taxis. Ja, auch das ist jetzt erstmal eigentlich so vom Außen hin eine witzige Story. Wenn man aber mit 20 Technikern und Ministern Planungen hat und verliert einfach mal so 48 Stunden, weil so ein Trottel die falsche Zugmaschine mitgenommen hat, dann wird man ziemlich sauer. Wir haben dann mit dem Dorf Fußball gespielt tatsächlich, um uns die Zeit zu vertreiben. Jedenfalls, klar, wir haben es dann trotzdem hingekriegt, ja, wir sind ja Afrika Green Tech. Das ist dann das Bild von dem Aufbau. Wir hatten dann 4 Tage später, also mit Zeitverzögerung, haben wir die Maschine aufgebaut gekriegt und hatten dann unser Pilotprojekt im Senegal. Du siehst, wir sind schon im Juni, es geht vorwärts. Ja. Im Juli bin ich dann eingeladen worden vom Energieminister von Kamerun. Das ist der nette Herr mit Maske hier. Ich bin der nette Mann ohne Maske hier, war digital. Und ja, die fanden das auch cool, was wir machen. Die haben gesagt, jetzt ist ja der Präsident im Chat tot, dann könnt ihr ja zu uns kommen. Und wir haben auch 200 Dörfer zu elektrifizieren. Läuft das Projekt, da sind wir jetzt gerade dran, Verträge zu zeichnen. Im August bin ich dann in den Niger geflogen, wer sich ein bisschen erinnern kann. Die Regierung von Niger hat es geschafft, in Afrika seit fast 50 Jahren das erste Mal einen tatsächlich demokratischen Wandel hinzukriegen. Der nette Mann hier im Hintergrund, Bazoum, ist der Nachfolger von Präsident Issoufou. Und wir sind seit 2017 im Land, haben mit seinem Vorgänger eben auch gesprochen. Und wir konnten dann, nachdem diese Regierung eingesetzt war, im August diesen Jahres auch wieder ein 50-Dörfer-Projekt vereinbaren, woran wir jetzt gerade arbeiten. Dieser junge Mann hier ist der Direktor für die Elektrifizierung des ländlichen Raums in Niger. So, jetzt kommt das Happy End. Ja, sollt ihr auch voll motiviert weitermachen. Oktober 2021, wir erinnern uns, 5 Jahre später, ja, bin ich dann doch wieder nach Madagaskar. Ja. Habe mich natürlich immer versteckt vor den Jungs mit den Pistolen. Aber wir sind jetzt gerade dabei, unser Pilotprojekt in Mavelona aufzubauen. Dieses Projekt finanziert übrigens Polarsternenergie, der dem einen oder anderen auch bekannt aus der Szene. Und ja, freue mich, wenn ihr uns weiter verfolgt und unterstützt. Und vielen Dank. Nehme ich mal das Mikro.
Vielen, vielen, die zwei bitte. Hallo? Vielen, vielen herzlichen Dank dir für den Einblick in eure tägliche Arbeit. Also ich meine, das ist ja wirklich Rückschlag, Rückschlag, Rückschlag. Aufstehen. Aber da habe ich nochmal eine Frage zu. Wie machst du das? Also wo holst du diese Energie her? Machst du dann irgendwie hier so wie bei mir so dreimal oben und danach geht es einfach weiter? Oder wo holst du einfach diese Kraft und diese positive Energie her? Ja, meine Energie habe ich mitgebracht, das ist meine Tochter. Da sitzt sie. Ja, das ist tatsächlich auch der Auslöser gewesen für unser Sozialunternehmen, als wir und die eigenen Kinder. Wir haben ja mittlerweile 3, deswegen auch unsere Vision, 3 Millionen Menschen mit Strom in Afrika versorgen, kommt aus den 3 Kindern, weil wir pro eigenem Kind 1 Million Menschen mit Energie versorgen wollen. Und das ist letztendlich unsere Inspiration. Ja. Seitdem okay. werden wir natürlich immer wieder aufgerufen, mehr Kinder. Aber genau, das wollte ich gerade fragen, wie viele Kinder sollen es noch werden? Ja, wir wollen ja die Geburtenrate senken, insofern bleiben wir jetzt erstmal bei 3. Wer weiß, wo die Reise noch so hingeht. Ganz genau. Ja, euch alles, alles, alles Gute und dass es jetzt eher nach oben geht, aber zumindest bei der Crowdinvesting-Kampagne und so weiter geht es nach oben. Alles, alles Gute weiterhin und wir hoffen, dass wir die 3 Millionen auf jeden Fall knacken und noch darüber hinausschießen. Alles Gute euch. Dankeschön. Vielen Dank. Wie gesagt, nochmal 16 Uhr, das machst du noch. Genau. Und